Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News. Dieses Mal ohne Sponsor, aber ein kleiner Hinweis auf meine Kanalmitgliedschaft. Die kostet nämlich nur 99 Cent auf diesem Kanal und unterstützt meine Arbeit sehr. Vielen lieben Dank an die 120 Mitglieder, die wir bis jetzt sind. Ich würde mich freuen, wenn noch ein, zwei Leute dazukommen würden. Aber jetzt legen wir los mit der News. Erstmal eine positive Sache, mehr oder weniger zumindest. Itch.io bietet gerade ein Game Bundle an. Das geht ab $10 los und die sämtlichen Einnahmen von dem ganzen Ding gehen dann sofort an die Ukraine-Unterstützung. Und das finde ich eine sehr gute Sache. Meine Freundin kommt auch aus der Nähe der Ukraine und ja, wir sind momentan sehr involviert. Wir waren schon bei verschiedensten Leuten, haben da Sachen gespendet und haben da auch noch Tiere unterstützt. Und deswegen finde ich so eine Sache einfach mal top. Das Ding, wie gesagt, kostet $10 und da sind einige Top-Games dabei, wie zum Beispiel Celeste. Also schaut gerne mal unten den Link in der Beschreibung. Und jetzt gehen wir weiter zu den Xbox News. Naja, die E3, kommt sie nun oder kommt sie nicht? Das wissen wir momentan noch nicht. Gerüchten zufolge sollte ja selbst die digitale E3 dieses Jahr ausfallen. Aber erste Analysten sagen schon, hey, da wird wohl einiges passieren, nachdem jetzt wohl die ersten Messen auch wieder aufmachen. Wie zum Beispiel die Tokyo Game Show. Die findet dieses Jahr sogar in Präsenz statt. Aber zur E3 soll es auch einige neue Sachen von Microsoft geben. Unter anderem erstes Gameplay von Perfect Dark. Wäre nicht verwunderlich, das Spiel ist schon seit einiger Zeit in Entwicklung. Nicht so lange wie Breath of the Wild, was mittlerweile 1000 Tage auf dem Buckel hat seit der Erstankündigung. Aber ja, es wird auf jeden Fall interessant werden, ob wir dieses Jahr wieder eine große E3-Show haben werden. Seitdem ich eine Xbox Series X habe, will ich einen Elite-Controller haben und der ist überall ausverkauft. Aber das liegt nicht unbedingt daran, dass Microsoft die nicht produzieren kann, sondern eher daran, dass sie andauernd ausverkauft sind. Und jetzt kommt noch ein Nachfolgemodell und zwar vom Xbox Series Elite Controller 2 in Weiß. Der wurde nämlich jetzt geleakt auf verschiedenen Fotos. Und die sehen doch ziemlich echt aus. Ich bin gespannt, wann der zu uns kommen wird und ob er überhaupt zu uns kommen wird. Überall macht sich die Corona-Pandemie bemerkbar und so haben sich ja einige Sachen verschoben, aber auch einige Multiplayer-Modi, wie zum Beispiel bei Halo Infinite. Der Koop-Modi wird jetzt nochmal verschoben. Zu wann, weiß momentan 343 Industries noch nicht. Es wird nur noch eine Weile dauern. Aufgepasst, heute Abend wird es wieder eine State of Play geben. Um 23 Uhr präsentiert Sony vor allem Spiele japanischer Publisher. Und ja, das soll ungefähr so 20 Minuten gehen. Freuen würde mich ja die ein oder andere Überraschung, wie zum Beispiel endlich mal Lebenszeichen vom Resident Evil 4 Remake, was ja eigentlich schon so gut wie bestätigt ist. Aber gucken wir mal, was am Ende präsentiert wird. Natürlich können auch Square Enix und andere dabei sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns in Zukunft auf der PlayStation 5 so erwarten wird. Werden wir natürlich livestreamen hier auf dem Kanal. Was auf jeden Fall verschoben wurde, ist Forspoken. Square Enix hat sich nun dazu geäußert und hat gesagt, das ganze Ding wird auf den 11.10.2022 verschoben. Und das liegt vor allem daran, dass man momentan noch ein wenig Feinschliff verpassen will. Ganz ehrlich, lieber so, und man schiebt es wahrscheinlich auch ein bisschen ins Weihnachtsgeschäft, damit es sich noch ein bisschen besser verkauft. Aber ich glaube, Forspoken wird einer der Titel sein, die jedenfalls nicht auf der Square Enix Flop-Liste landen werden. Das sagenumwobene Gerücht um den Spartacus-Abo-Service auf der PlayStation 5 in Konkurrenz zum Xbox Game Pass reißt nicht ab. Und jetzt gibt es weitere Hinweise darauf. Denn erste Leute aus dem NeoGAF-Forum haben nun ihr PlayStation Plus-Abo verlängert und haben komischerweise dann noch einen kleinen Hinweis zu PlayStation Now dazu bekommen, den sie eigentlich gar nicht gebucht haben. Das könnte interessant sein, denn Spartacus hat ja verschiedene Abo-Stufen und in der zweiten Abo-Stufe soll es laut Gerüchten zumindest noch PlayStation Now oben drauf geben, vor allem zum Zocken von älteren PlayStation Games. Bleiben wir auf jeden Fall gespannt und vor allem, was das Ganze am Ende kosten muss, denn es soll ja auch konkurrenzfähig bleiben, gerade zum Game Pass. F-Zero-Fans, aufgepasst, das Franchise kommt endlich wieder auf die Nintendo-Konsole. Leider nur im Nintendo Online Expansion Pack und leider auch nur F-Zero X. Also was heißt nur? F-Zero X ist für mich eins der besten F-Zeros, die es gibt. Aber ja, so ein bisschen
mehr hätte ich mir schon erwünscht. Es gibt auch schon die ersten Vergleichsvideos. Natürlich ist die Auflösung ein bisschen höher, sonst hat sich allerdings nicht viel verändert. Stabile 60 Frames wie damals auf dem N64 sind weiterhin gegeben und das Spiel macht immer noch Spaß, ist aber auch sauschwer. Jeder hat sich eine ganze Menge DLCs zum letzten Mario Party gewünscht und Mario Party Superstars, also der neueste Ableger, könnte die jetzt tatsächlich bekommen. Denn es gibt Hinweise auf ein DLC. Nintendo schaltet nämlich per YouTube gerade Umfragen, wofür man sich ein DLC wünschen würde. Und Mario Party Superstars ist das einzige, wo es noch keinen DLC gibt, ihr das aber auswählen könnt. Vielleicht ist das nur ein kleiner Hinweis, WarioWare kam ja auch relativ schnell nach so einer Umfrage. Außerdem gibt es noch Hinweise von Dataminern, die haben nämlich 6 Maps entdeckt, die noch gar nicht im Spiel vorhanden sind. Also es könnte sein, dass ein möglicher DLC die dann später freischaltet. Viele Leute haben Angst davor und ich kann es immer noch nicht ganz nachvollziehen, der OLED-Einbrenneffekt. Ja, es gibt ihn, natürlich, aber eigentlich nur, wenn man wirklich sehr, sehr lange Zeit ein und dasselbe Logo auf derselben Stelle laufen lässt. Frühere OLED-Bildschirme waren da sicherlich noch ein bisschen empfindlicher, heutige OLED-Bildschirme allerdings nicht mehr. Das zeigt ein neuer Test der Nintendo Switch OLED, denn ein User hat kurz nach Release der Nintendo Switch OLED ein und dasselbe Bild von Zelda Breath of the Wild auf dem Bildschirm laufen lassen. Nach 1800 Stunden hatte er noch keinen Effekt und jetzt nach 3600 Stunden. Also das heißt, wenn man die Nintendo Switch im Schnitt jeden Tag 2 Stunden betreiben würde, ungefähr nach 10 Jahren Spielzeit bei einem Standbild, haben sich nun die ersten Schatten gezeigt. Im Grunde genommen ist das ja kein richtiges Einbrennen bei OLED, sondern ein Alterungsprozess. Umso länger die Pixel leuchten und umso länger die in derselben Farbe leuchten, dann werden die irgendwann schwächer. Und deswegen sieht man auf einem weißen Bildschirm leichte Schatten. Aber auch nur da. Und dann muss man auch dazu sagen, es ist wie gesagt ein und dasselbe Bild, was jetzt seit 3600 Stunden auf der Nintendo Switch OLED läuft. Und ja, da können auch mal normale, konventionelle Fernseher kaputt gehen, aber mit anderen Macken. Also wenn ihr immer noch Angst habt vor dem OLED-Einbrenneffekt, der ist eigentlich bei neueren Displays so gut wie nicht mehr vorhanden und auch nicht bei der Nintendo Switch OLED. Ursprünglich war ja für den Release nach Kirby noch Advance Wars Reboot Camp geplant. Vom 8.4.2022 wurde es jetzt allerdings verschoben auf ein unbestimmtes Datum. Das hat Nintendo vorgenommen aufgrund der aktuellen Krise. Und ja, ich verstehe da Nintendo, dass man momentan, wenn wirklich krass Krieg auch wieder in den Medien ist und so, man nicht unbedingt dann ein Spiel mit dem Thema Krieg rausbringen will. So, das war es denn natürlich mit vielen größeren Themen, aber wir haben noch eine ganze Menge kleine Themen und das jetzt im Ticker. Monster Hunter Rise bekommt eine neue Präsentation am 15. März spendiert, das hat Capcom bestätigt. Es geht anscheinend um neue DLC-Inhalte. Mal sehen, wie man das Spiel erweitern wird, ich bin gespannt. Ein ehemaliges Nintendo-Spiel kommt zu Steam zurück. Glover hat es nun geschafft, einmal komplett neu aufgebaut zu werden für aktuelle PCs und ist auf Steam ab sofort erwerbbar. Wer das Spiel nicht kennt, das war mal ein, na, sagen wir mal, relativ erfolgreiches Nintendo 64 Spiel und ist von einigen Fans immer noch geliebt. Lego Star Wars The Skywalker Saga enthält DLCs und zwar nicht zu knapp. Bis zu 39 Figuren könnt ihr kostenpflichtig freischalten. Und ganz ehrlich, das ist dann für mich wieder so ein Ding so, da flacht der Hype dann einfach mal ab. Wenn ihr Originalmusik von Square Enix hören wollt, könnt ihr das jetzt offiziell auf YouTube Music tun. 5500 Tracks hat Square nämlich hochgeladen. Allerdings ist der Kanal noch relativ klein. Knapp 800 Abonnenten sind jetzt auf dem gelandet. Also schaut mal unten in die Beschreibung, da gibt es einen aktuellen Link. Passend zu dem Kanal gibt es auch ein neues Jubiläum. Final Fantasy feiert nämlich sein 35-jähriges Bestehen. Also schaut auf jeden Fall mal auf der Square-Seite vorbei. Da könnte demnächst einiges passieren. Ein weiteres Event zu Dead Space Remake wird am 11. März stattfinden. Markiert euch das rot im Kalender, denn das Spiel sah wahnsinnig interessant aus und wird nicht nur ein einfaches Remake vom ursprünglichen Spiel sein, sondern es gibt auch einige storytechnische Veränderungen. Ich bin gespannt, wie das neueste Footage von dem Spiel aussehen wird. Dying Light 2 erhält ein neues Update für die PlayStation 5, die 3 Qualitätsmodi mitbringen. Unter anderem zum Beispiel im Performance-Modus
für 1080p mit 60 Frames, den Quality-Modus für 4K und 30 Frames und Raytracing und den Balance-Modus mit 1440p und 60 FPS und ebenfalls Raytracing. So, das war es dann auch schon mit der Nerd News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, schaut doch mal in die Kanalmitgliedschaft vorbei. 99 Cent kostet sie. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.